Im landwirtschaftlichen Betrieb kümmert man sich darum, dass die Tiere ordentlich aufwachsen, dass sie Platz haben, dass sie gute Luft haben. Und im Schlachthof kümmert man sich darum, dass sie schonend geschlachtet werden und dass das Fleisch nachher auch bewusst verzehrt wird. Der Schlachthof gehört den Landwirten. Und somit haben auch unsere Mitgliedsbetriebe ein Interesse, dass eben entsprechend hier der Betrieb aufrechterhalten wird, dass er ordentlich funktioniert und dass er auch Zukunft hat, unser Produktionsbetrieb. Wir sind eine Erzeugergemeinschaft vom Acker auf den Teller. Wir machen eben, hören nicht beim Lebendtier auf bei der Erzeugung. Somit brauchen wir eben einen Schlachthof, dass wir eben die Produktion selber machen können. Wir haben sämtliche Zulassungen vom IFS, sämtliche Öko-Zulassungen, Demeter, Bioland, EU-Bio, Qualitätsfleischprogramme. Unsere Betriebe sind ja alle hier in der Region. Das heißt, die haben eine sehr kurze Fahrzeit. Manche sind sogar nur 10 Minuten unterwegs. Wir haben das so organisiert, dass auch der Landwirt die Tiere selbst anliefern kann. Alle Tiere, die hier geschlachtet werden, kommen von uns selbst. Das heißt, wir wissen, was vorne reingeht. Und eben durch die Tätowiernummer und durch die Schlachtnummer wissen wir, können wir jedes Tier direkt zum Landwirt zurückverfolgen und auch die Qualität. Der höchstmögliche Standard ist natürlich das Bio-Programm, auch das Eichelmasch-Programm und wir haben aber auch das Hohenloher Landschwein. Ja, und hier sehen wir, nach dem Schlachtprozess ist unser schwarz-weißes Schwein eben weiß, weil die Farbe beim Brühprozess verloren geht. Wir haben aber auch das Glück, in der Schlachtung einen sehr beständigen Metzgertrupp haben. Wir haben viele europäische Kräfte, die wir bei uns angelernt haben. Alles sind aber langjährige Mitarbeiter, die fest bei uns angestellt sind. Letztendlich arbeiten die Leute gerne hier, weil sie merken, sie tun was für die Landwirte, sie tun was für die Region. Und somit merkt man, die Leute sind stolz, bei uns zu arbeiten. Also wie man sehen kann, wird ja hier von Grund auf viel Wert gelegt auf Hygiene. Das heißt, jeder Mitarbeiter, bevor er den Arbeitsplatz betritt, muss Hände waschen, desinfizieren. Man hat im Prinzip Kleidung, die man regelmäßig wechselt. Also man hat einen hohen Hygienestatus hier. Also wir produzieren ein sehr großes Spektrum. Momentan machen wir jetzt gerade unsere Cordon Bleu. Unsere ganze Gewürze sind Biogewürze, es wird alles von Ecoland bezogen. Nose to Tail, das war für ganz selbstverständlich. Man hat gesagt, es darf nichts weggeschmissen werden, ja? Was man jetzt wieder neu leben muss praktisch. Wie früher, da ist der Metzger zu den Bauern rausgefahren und hat gesagt, die 10 Schweine, die werden am Montag geschlachtet, die hole ich ab. Und das sind wir jetzt. Ohne Zwischenhandel, direkt von den Bauern, bei der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft. Das sind wir. Ja, letztendlich hat das ja auch mit Wertschätzung zu tun. Ja. Jeder, der natürlich Fleisch isst, sollte natürlich auch sich bewusst sein, was eben dahinter steckt. Zum einen natürlich die Arbeit, die der Landwirt aufbringt, um das Tier groß zu ziehen, auch das Getreide anzubauen, das Tier zu uns zu bringen. Dann muss man auch bewusst sein, dass ein Tier geschlachtet wird für das Steak sozusagen. Und wenn wir das schaffen, dass der, wo nachher das Steak kauft, auch darüber nachdenkt, dann haben wir es geschafft, weil dann schätzt man das Produkt. Von daher, es hängt viel mit Wertschätzung zusammen.